Rentenbescheid erhalten, kann ich den Rentenbeginn trotzdem noch verändern? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Hallo Herr Knöppel, habe ich bei Erhalt des Rentenbescheids immer noch die Möglichkeit, ähnlich wie beim Rentenantrag, den Antritt meiner Rente zu verschieben, zum Beispiel wegen Arbeitsaufnahme oder ähnliches, um doch erst später die Rente zu erhalten? So eine Anfrage, die uns auf rentenbescheid24.de über unser Kontaktformular erreichte. Ja, das können Sie ohne Probleme auch tun, wenn Sie Ihr Rentenbescheid erhalten haben. Dann können Sie den Rentenantrag gegenüber der Deutschen Rentenversicherung auch so gestalten, dass Sie später als ursprünglich geplant in Rente gehen wollen. Das geht nur solange Sie gegen den Rentenbescheid auch tatsächlich noch Widerspruch einlegen können. Ist die Widerspruchsfrist abgelaufen und Sie haben schon eine erste Rentenzahlung erhalten, wird eine Verlegung des Termins oder des Rentenbeginns in die Zukunft zu einem späteren Termin nicht mehr möglich sein. Wenn Sie mit dem Wechsel des Rentenbeginns eine andere Altersrente, die vielleicht für Sie günstiger ist, erreichen wollen, dann wäre ein Wechsel in einer solchen Konstellation, wo die Widerspruchsfrist abgelaufen ist, wegen § 34 Absatz 4 SGB 6 nicht mehr möglich. Wenn Sie Ihren Rentenbescheid erhalten haben und Sie sind der Meinung, dass Sie da noch was ändern wollen, legen Sie einfach fristwarnend gegen den Rentenbescheid Widerspruch ein und beantragen bei der Deutschen Rentenversicherung einfach den anderen Rententermin, den späteren Rententermin. Sie können sogar noch eins machen, wenn Sie Ihren Rentenbescheid erhalten haben und Sie wollen die Rente gar nicht haben, dann können Sie gegen den Rentenbescheid Widerspruch einlegen und Sie ziehen einfach Ihren Rentenantrag zurück und stellen dann Ihre Rente oder Ihren Rentenantrag zu einem beliebigen Termin später einfach neu. Das ist alles möglich, aber nur bis zur Bestandskraft des Rentenbescheides. Wenn die Widerspruchsfrist abgelaufen ist, geht das dann nicht mehr. Verpassen Sie daher also die Widerspruchsfrist von einem Monat beim eigenen Rentenbescheid nicht, wenn Sie eine solche Maßnahme durchführen wollen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.